Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute schwierige Sondierungsgespräche nach drei Runden abgeschlossen. Wir sind als SPD in die Gespräche hineingegangen, um auszuloten, ob die SPD bereit ist, mit uns einen politischen Neuanfang zu gestalten. Wir sind mit großer Offenheit und mit Ernsthaftigkeit in die Gespräche gegangen. Und wir haben an vielen Stellen unsere Kompromissbereitschaft auch konkretisiert. Die CDU war erkennbar bemüht um ein gutes Klima. Und es war auch für uns erkennbar der Versuch, zu einem neuen Miteinander zu kommen. Aber leider ist die CDU in vielen Bereichen im Ungefähren geblieben. Mit Hinweis auf weitere Sondierungsgespräche aus taktischen Gründen hat sie in wesentlichen Bereichen Klarstellungen vermissen lassen. Das bedauern wir außerordentlich. In 6 Themenfeldern haben wir miteinander diskutiert. In den Themenfeldern Kommunalfinanzen, ökologische Wirtschafts- und Industriepolitik, Integration und auch im Bereich Haushalt war für uns die Brücke deutlich erkennbar. Im Bereich gute Arbeit nur teils, dort ergab sich ein gemischtes Bild. Und im wichtigsten landespolitischen Themenfeld der Bildung, dort waren wir uns, wie Sie ja gestern schon gehört haben, bei der Formulierung der Ziele weitgehend einig. Aber der Weg der CDU hin zu diesen Zielen blieb für uns eher im Nebel. Schlüsselelement für uns ist das längere gemeinsame Lernen für alle Kinder. Dort gab es keine gemeinsame Linie. Der politische Neuanfang umfasst für uns 3 Elemente. Das haben wir von Anfang an deutlich gemacht. Es bezieht sich auf die Inhalte, es bezieht sich auf die politische Kultur und auf das Personal. Deshalb haben wir auch das zum Schluss angesprochen. Denn ein glaubwürdiger Neuanfang für Nordrhein-Westfalen, ein politischer Neuanfang, muss auch einen personellen Neuanfang beinhalten. Hierzu ist die CDU, nach dem, was wir heute gehört haben, derzeit nicht bereit. Für die SPD kann ich jetzt sagen, das, was wir angekündigt haben, wir werden nach Abschluss dieser Sondierungsrunde jetzt gemeinsam mit den Grünen die FDP nochmal zu einem Gespräch einladen. Wir werden dazu Terminvorschläge herausgeben und werden auch diese Gespräche in gleicher Weise, mit gleicher Sorgfalt vorbereiten und versuchen auch dort zu den Erkenntnissen zu kommen, ob die dann am Tisch sitzenden mit uns bereit sind, den politischen Neuanfang zu wagen und zu gestalten, für den wir die Stimmen der Wählerinnen und Wähler bekommen haben. Vielen Dank.